Radio Pilatus, dein FCL-Radio. Yeah, wir haben Besuch bekommen. Habe ich immer besonders Freude, wenn ich nicht ganz alleine hier im Studio stehe bei Radio Pilatus. Michel Renkli, Captain vom FC Luzern. Guten Morgen. Guten Morgen. Michel, hat eine schöne Ferien gehabt? Ja, hervorragend. Trainingslager sind wir noch. In Marbella bist du noch ein bisschen braun, dachte mir. Hast du ein bisschen ja, danke, Farbe mitgenommen? Ja, ich glaube, mal weg von den Kindern, das war wirklich fast ein Ferienlager. Aber doch, streng nehme ich an. Also, ihr habt euch vorbereitet auf die Rückrunde. Ja, auf jeden Fall. Wir haben genug gemacht. Was also alles da gemacht worden ist und ob der FCL mit dem Michel Renkli parat ist für die Rückrunde, die startet am Sonntag. Über das reden wir mit dem Michel und ihr könnt ihm übrigens auch zuschauen. Auf radiopilatus.ch haben wir das Radio Pilatus TV. Schöne Frisur, so ein bisschen aufgeschleht, am Morgen früh schon topfit parat. Gehen Sie sich anschauen. Michel Renkli, die nächste halbe Stunde hier bei uns. Bessere Tag. Bessere Tag. Bessere Tag. Mit der Morgenshow von Radio Pilatus. Alle Mercy, der Pilatus Morgenshow, 9 ab 8, wo wir Besuch haben aus diesen Reihen. Radio Pilatus, dein FCL-Radio. Der Captain vom FC Luzern, Michel Renkli, ist hier bei uns. Und das hat einen guten Grund. Die Rückrunde startet am Sonntag. Und auf die Rückrunde, Michel, habt ihr euch sehr gut vorbereitet. Zuletzt jetzt im Trainingslager in Marbella. Ist nicht einfach nur Fun gewesen, an der Sonne? He? Nein, es gehört auch dazu, dass man ein bisschen leidet im Trainingslager. Also, es war ein guter Mix zwischen nur Laufen, also konditionellen Teil und Spielen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen hat es auch Spass gemacht. Wir haben ja unseren Sportchef Sammy Döbelbeiss mit dabei gehabt. Man hat auch immer ein bisschen lesen können. Was mir aufgefallen ist, so der Teamgeist ist immer extrem gekloppt worden, dass wir so eine Einheit sind und dass das funktioniert wie noch nie. Ist das ein Gefühl von außen oder spürst du das auch ein bisschen so? Nein, das haben wir auch immer wieder angetönt. Also im Moment läuft wirklich eins ins andere hinein und es funktioniert alles, glaube ich. Wir haben, müssen nicht einmal wirklich grosse Anlässe machen. Wir haben super Zimmer gehabt, wo wir uns immer wieder gefunden haben. Zum Teil das 7. oder das 8. in einem Zimmer waren und unsere Zeit zusammen verbracht haben. Und wir haben auch einen Abend gehabt, wo wir auswärts zusammen waren. Also, ich glaube, für das Trainingslager hat wirklich alles gestimmt. Also das ist nicht nur harte Arbeit und sein Geld damit verdienen, sondern auch noch ein bisschen Fun jetzt in diesem Team mit dieser Mannschaft. Ja, das ist immer wichtig, dass man im Trainingslager wirklich auch den Kit holt für die Mannschaft und die nötige Power für die Rückrunde. Weil für mich ist das Trainingslager immer auch mitentscheidend für den Rest der Saison. Also wenn man eine gute Zeit hat, mit Herz zu arbeiten und sicher auch einen Tag immer, wo man sich entspannen kann und sich geht, dann kommt das gut. Wir sind in der Tabelle auf dem 2. Platz in der Winterpause, haben überwintert. Und nach dem, was du jetzt erzählst, habe ich das Gefühl, für die Rückrunde bleibt man dort oder steigt sogar noch ein bisschen ab. Ja, möglich ist es. Ja, es ist alles möglich im Fußball. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man jetzt gut startet, dass man nicht gerade von Anfang an wieder alles in Frage stellt, wie in dieser guten Vorrunde, die wir vor 2 oder vor 3 Jahren hatten mit dem Rolf Ringer. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns jetzt wirklich auf das Spiel fokussieren. Und da bin ich auch überzeugt, dass wir das machen werden und dass wir einen guten Start hinlegen. Und ja, dass wir mit Freude in die Rückrunde gehen können und vielleicht auch unsere Ziele können revidieren können, die wir jetzt mal rausgegeben haben. Die sind ja nicht allzu hoch gesteckt. Aber wir haben alle Chancen, hier vorne dabei zu sein und am Köpfen etwas zu reissen. Über diese Ziele reden wir mit Michel Renkli. Und wir stellen ihm ein paar von diesen Fragen, die ihr uns geschickt habt per Facebook oder per Mail ins Studio. Den Michel Renkli könnt ihr übrigens anschauen. Ich habe es schon mal gesagt, auf radiopilatus.ch, Radio Pilatus TV auftun, reinklicken und ein bisschen zuschauen. Wir spielen auch noch ein bisschen Musik natürlich in der Morgenshow und sind dann da zurück. Michel Renkli, Captain vom FC Luzern, immer noch hier bei uns. Und er hat mir gerade jetzt verraten, dass sie so einen Song hatten im Trainingslager, wo sie immer ein bisschen gehört haben, bei euch im Zimmer. Einen, der motiviert hat, Michel. Ja, ist wichtig, glaube ich, dass man ein bisschen unterstützt wird von der Musik in der Vorrunde. Haben wir auch so unsere Tracklisten gehabt, jeweils vor dem Spiel und ein besonderer Song. Und für die Rückrunde müssen wir einen finden. Vielleicht ist es der. Also der ist ja immer jemand gelaufen. Traut man da zu wechseln, nachdem man so erfolgreich war mit dieser Musik eigentlich? Müssen wir die weiterziehen?
Ja, im Grunde genommen schon, aber wir entwickeln sich ja auch immer ein bisschen weiter und nach einem halben Jahr immer das gleiche Lied hören. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir da wieder wechseln. Und ich kann mir vorstellen, dass der antreibt zu Top-Leistungen. Der Pharrell Williams, Happy. Pharrell Williams, Happy, das ist der Song, der die Mannschaft vom FC Luzern motivieren soll. Für die Rückrunde hat uns Michel Renkli, der Captain vom FCL, gerade verraten. Diese halbe Stunde hier bei uns könnt ihr auch reinschauen. Radio Pilatus TV auf radiopilatus.ch. Michel, wir haben vorher angesprochen, ein bisschen Ziel für die Rückrunde. Also eben, zweit sind ihr schon mal. Ihr habt euch nicht die höchsten Ziele gesetzt Anfang Saison, aber ich glaube, jetzt könnte man die schon ein bisschen gegen auf anpassen, oder? Ja, richtig. Aber warum sollte man, wenn man nicht muss? Also, ich glaube, es ist eine Art Fünfkampf nach vorne, wobei wir werden jetzt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, in nächster Zeit schon sehen, wer sich ein bisschen absetzt oder wer dort oben bleibt. Also, ich glaube nicht, dass es bis Ende Fünfkampf gibt. Wir müssen auch sicher abwarten, was Basel macht, inwieweit sie ihren Abgang können kompensieren können. Aber es ist sicher die stärkste Mannschaft in der Liga. Aber ich glaube, die Meisterschaft ja, ist sicher ein Teil. Der andere ist der Cup, wo wir uns sicher werden stark darauf fokussieren. Weil dort sind noch zwei Spiele für sehr viel zu erreichen. Und dort sind wir heiss. Dort sind wir wieder hin im Cup-Finale. Und ja, Basel auswärts. Ja, es würde uns freuen, wenn wir den wieder gewinnen. Vor zwei Jahren, die ganze Mannschaft hier bei uns im Studio gestanden, haben wir diesen Song aufgenommen. Wer weiss, vielleicht hören wir ihn dann in diesem Jahr etwas mal wieder. Göpp-Sieg ist schon neben der Meisterschaft auch ein grosses Ziel, he? Ja, vor allem die Eindrücke waren ein riesen Highlight vor zwei Jahren, glaube ich. Fast das ganze Stadion war blau-weiss. Als wir zugefahren sind, die Strassen sind mit Luzern-Fans voll gewesen und es waren riesen Eindrücke, eine riesen Sache und wir sind brutal nah dran gewesen. Darum ist es sicher Ziel, dass wir einst dahin kommen, dass wir die Erinnerungen nachher korrigieren können. Apropos Fans, wir haben einen Aufruf gemacht bei uns auf der Facebook-Seite und auch per Mail in Studio gesagt, nehmt uns Wunder, was ihr von Michel Renkli wettet wissen. Und ich habe mir da jetzt mal so zwei, drei Fragen rausgesucht. Alle zu stellen wäre ein bisschen übermessen, sonst sind wir irgendwie am 12 noch dran. Aber der Marcel zum Beispiel, der nimmt Wunder, wie lange du persönlich jetzt denn noch vorhast, zu shooten, beim FCL zu bleiben. Er hoffe ich noch lange. Ja, das werden wir sehen. Ich fühle mich im Moment sehr gut. Ich glaube, ich bin so fit wie schon lange nicht mehr. Und ich freue mich jetzt auf die Rückrunde. Ja, das wird sich ergeben im nächsten Sommer. Im Moment sieht alles gut aus, dass man die Anzahl Spiele kann machen in der Rückrunde, die ich brauche, dass der Vertrag noch ein Jahr weiterläuft. Und wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl in Luzern. Also spricht nichts dagegen. Lass das wirklich auf mich zukommen. Im Sommer können wir dann alle einmal zusammensitzen und neu entscheiden. Petra, die schreibt, sie nimmt es noch Wunder, gegen welche Mannschaft er am liebsten spielt. Also ich jetzt besonders darauf freuen in dieser Rückrunde. Ja, bei unserer Liga müssen wir sagen, wir sehen uns ja immer ziemlich viel. Also viermal im Jahr spielen wir gegeneinander. Und es ist natürlich immer etwas Besonderes, wenn es um etwas geht, als irgendwie Saisonabschluss oder eben Cup-Spiel vor allem. Von dem her spielt es nicht so eine Rolle, gegen wer man hat, aber die Meisterschaft ist klar. Grosse Mannschaften, die auch mitspielen, die auch offensiv zu einem guten Spiel beitragen. Ich glaube, gegen die spielen wir wirklich gerne. Ist man auch immer top motiviert. Sicher Basel oder IB. Gerade das Auswärtsspiel, Cup-Halbfinale in Basel, das wird der Hammer. Der Patrick hat noch gefragt, wie die Chancen stehen, dass er Meister wäre. Ich glaube, das haben wir geklärt. Schön wäre es, aber es gibt natürlich noch die Rückrunde zu spielen. Und Selin fragt, ob du Single siehst. Also, ja, in meinem Alter wäre es schlecht, wenn ich noch wäre. Nein, ich fühle mich wohl, bin schon seit 16 Jahren vergeben. Ja, eben. Selin, tut uns leid, musst jemand anders dir ins Auge fassen. Michel Renkli, danke vielmals für den Besuch. Wir drücken den Daumen dir und natürlich dem ganzen Team, dem ganzen FCL für die Rückrunde. Und eben, wir würden uns freuen, wenn wir den Göpp-Song wieder könnten führen und am Schluss vielleicht noch einen machen für den Meister. Ja, ich hoffe, wir schaffen es. Dann können wir mal einen neuen noch aufnehmen. Ja. Danke vielmals, Michel Renkli. Und einen schönen Rest vom Tag. Radio Pilatus, dies FCL Radio.